Währenddessen hat Langzeitsingle Olaf Bümmelburg mal wieder ein Blind Date. Weißt du, was ich an dir mag, Olaf? Du bist nicht so ein testosterongeflutetes Macho-Arschloch wie meine drei Ex-Freunde, sondern irgendwie voll nett und sensibel. Du bist ein richtig toller Mann. Hey, danke, du aber auch. Wollen wir noch ein bisschen zu mir gehen vielleicht? Also meine Mama ist auf Fortbildung dieses Wochenende und ich habe sturmfreie Bude. Olaf? Mensch, Olaf, was machst du hier? Hast du gerade ein Blind Date oder was? Mensch, Jochen, ja, ich sitze hier gerade mit meinem Blind Date. Warst du nicht auch mit irgendwem verabredet? Ja, ich hatte auch ein Blind Date, aber das hat irgendwie nicht so gefunkt zwischen uns. Ne? Also das ist wie, wenn du ein iPad 2 mit dem MacBook synchronisieren willst, auf dem als Betriebssystem noch Mac OS X 10.3 Panther läuft. Ja, und dann hat sie gesagt, sie muss nach Hause gehen und Blumen gießen und dann war sie plötzlich weg. Olaf? Aber ein iPad 2 lässt sich doch nicht mal mit dem MacBook synchronisieren, das als Betriebssystem Mac OS X Version 10.4 Tiger hat. Da ist Version 10.3 ja völlig inkompatibel. Genauso wie Obi-Wan Kenobi und Darth Vader. Ja, so Gandalf-Saruman-mäßig, ne? Ja. Das ist wie so ein Bluetooth-Short-Range-Device, dessen Frequenzband gleichzeitig vom WLAN und der Mikrowelle benutzt wird. Olaf. Ja, da steht man völlig neben sich, ne? Wie Arnold Schwarzenegger in dem Film, wo er sich selber klonen lässt und dann zu zweit gegen die Klonmafia kämpft, ne? The Sixth Day. Regie Roger Spottiswoode. Drehbuch Cormac Wibberly und Marianne Wibberly. Olaf das. Filmlexikon! Ja, genauso No Interface, Gandalf, Saruman, Sixth Day stehen neben sich mäßig, ist heute mein Date gelaufen, ne? Und bei dir so? Auch bei mir läuft's eigentlich ganz gut, zumindest ist mein Date bisher nicht gegangen. Ach so. Ja, magst du noch ein bisschen zu mir kommen? James Bond gucken? Ich habe nur eine halbe Flasche Fanta zu Hause. Aber geschüttelt, nicht gerührt.